Herzlich willkommen zu Theta Healing. Nun zum letzten Teil des Artikels Fehldeutung Virus Anfang und Ende der Corona-Krise von Dr. Stefan Lanker. Hat Professor Drosten überprüft, ob die Gensequenzen die Grundlage seines Testverfahrens sind und die er von chinesischen Virologen zur Verfügung gestellt bekommen hat, tatsächlich Sequenzen sind, die aus einem Virus stammen? Die Antwort ist nein. Er konnte nicht überprüfen, ob die angebotenen Sequenzen aus einem Virus stammen, denn die beiden entscheidenden Publikationen, in der die Gewinnung der von ihm benutzten Gensequenzen beschrieben ist, lagen ihm vor der Markteinführung seines Testes nicht vor. Hat Professor Drosten die in der Wissenschaft zwingend vorgeschriebenen Kontrollexperimente durchgeführt, die beweisen, ob die von ihm verwendeten Sequenzen tatsächlich aus einem Virus stammen? Hat er die Kontrollexperimente durchgeführt, ob die von ihm verwendeten Sequenzen, die er dem neuen Virus zuschreibt, in Wirklichkeit nicht Sequenzen sind, die in jedem Stoffwechsel entstehen, vielleicht sogar in Pflanzen oder die im Stoffwechsel bei Erkrankungen vermehrt entstehen? Die Antwort ist nein. Weder er noch die Virologen des CCDC noch andere haben nachweislich bis zum heutigen Tage diese notwendigen Kontrollversuche durchgeführt. Und falls doch, dann nicht veröffentlicht. Für diese entscheidenden Kontrollexperimente müssen kurze Gensequenzen des Stoffwechsels gesunder Personen verwendet werden, um diese zu sequenzieren. Diese kurzen Gensequenzen müssen wie die Gensequenzen aus kranken Menschen mit den gleichen Computerprogrammen zu einem langen Erbgutstrang eines Virus zusammengesetzt werden. Dieser Versuch wurde entweder nie vorgenommen oder nie veröffentlicht. Es wird diese aus den Denkgesetzen und der Logik der Virologie resultierende zwingende Kontrollversuch, um die eigenen Ergebnisse konsequent zu kontrollieren, nicht einmal erwähnt. In dem Moment, in dem dieser Versuch durchgeführt und veröffentlicht wird, ist die Corona-Krise augenblicklich beendet. Die andere aus wissenschaftlicher Logik resultierende Kontrollversuch, der andere aus wissenschaftlicher Logik resultierende Kontrollversuch ist der mittels dem entwickelten PCR-Verfahren Realtime-RT-PCR intensiv mit klinischen Proben von Menschen mit anderen Erkrankungen als denen, die dem Virus zugeschrieben werden, und anhand von Proben von gesunden Menschen, Tieren und Pflanzen zu testen, ob nicht auch diese Proben positiv getestet werden. Diese weiteren Kontrollexperimente, die logisch zwingend notwendig sind, um ein Testverfahren zu validieren, das heißt zu überprüfen, ob es gültig ist und eine Aussagekraft hat, wurden bis heute nicht durchgeführt und nicht einmal behauptet, dass sie durchgeführt wurden. Deswegen haben sich die Erfinder und Produzenten dieser Testverfahren durch entsprechende Hinweise auf den Beipackzetteln abgesichert, zum Beispiel, dass der Test nur für Studienzwecke zu verwenden ist und für diagnostische Zwecke nicht geeignet ist. Ich kann mit Sicherheit vorhersagen, dass Menschen, die vermehrt Gensequenzen aus der Gewebeart der Plattenepithelien freisetzen, also zum Beispiel Nierenpatienten, spätestens dann zu 100% mit dem von Professor Drosten entwickelten PCR positiv getestet werden, wenn deren Abstrichmenge ein wenig vervielfacht und konzentriert wird. Sehr wahrscheinlich können sogar alle Organismen positiv getestet werden. Ich rufe Biochemiker, Bioinformatiker, Virologen und Zellkulturspezialisten auf, diese Kontrollversuche durchzuführen, zu veröffentlichen und mich darüber zu informieren. Ich habe ein Kontrollexperiment konzipiert,
bei dem die Ausrede, dass das verwendete Probematerial zuvor oder während des Kontrollversuchs mit dem SARS-CoV-2-Virus verunreinigt geworden sei, von vornherein ausgeschlossen ist. Die Kosten für die Durchführung der Kontrollexperimente werden übernommen, wenn ich und neutrale Beobachter bei der Durchführung der Kontrollexperimente anwesend sein dürfen und jeder Schritt dokumentiert wird. Bitte melden Sie sich für die Kontaktaufnahme beim Verlag. Die Resultate beenden die Corona-Krise augenblicklich. Es nützt nichts, wenn nur ich die Resultate der Kontrollversuche präsentiere. Aufgrund welcher Annahmen, Experimente und Kontrollversuche kann Professor Drosten behaupten, dass mit seinem Testverfahren, mit dem er nur Teilbereiche von nun zwei Genen aus dem Genom von insgesamt 10 Genen des Coronavirus nachweist, ein ganzes aktives und krankheitserzeugendes Virus nachgewiesen wird und nicht nur Bruchstücke eines Virus nach einem angenommenen erfolgreichen Kampf des Immunsystems oder durch die Anwesenheit der zahlreichen defekten, unvollständigen und harmlosen Viren in unserer Erbsubstanz. Diese logischen Fragen hat Professor Drosten überhaupt nicht ins Kalkül gezogen, denn sie kommen in seinen Publikationen und Behauptungen nirgendwo vor. Der Nachweis von nur kurzen Gensequenzen aus einem langen Erbgutstrang eines Virus kann niemals die Anwesenheit eines intakten und damit vermehrungsfähigen Virus beweisen. Um einen solchen PCR-Test als valide bezeichnen zu dürfen, müssten erst Studien unternommen werden, deren Ergebnisse zeigen, dass der Nachweis von kurzen Gensequenzen automatisch auch die Anwesenheit eines ganzen und intakten Erbgutstrangs eines Virus nachweist. Solche logisch zwingenden Studien sind bis heute nicht durchgeführt oder erwähnt worden. In diesem Sinne, viel Gesundheit und alles Gute.